Hallo und herzlich willkommen zum Showcase für das Release von Xanchi's Magic Doors 2.0. Es hatten sich einige Features ergeben in der Zwischenzeit und ich möchte die neue Version jetzt vorstellen, welche die erste komplett ersetzt. Dadurch möchte ich auch den Showcase komplett neu aufbauen, was es eigentlich ist. Des Weiteren wird folgen ein Video für die Konfigurationsmöglichkeiten und ein letztes Video, was ins Detail geht über Scripting, sodass ihr die auch selber adaptieren könnt. Aber lasst uns mal anfangen, warum Xanchi's Magic Door überhaupt interessant ist. So, ihr wisst sicher, dass ihr auch normal mit RPG in der Box Türen konfigurieren könnt. Ich habe jetzt ein Beispiel einer Tür ohne Skript vorbereitet. Das ist dieses hier, wie ihr seht, keine Variablen dran, kein Skript beinhaltet. Und meine andere Variante ist die mit meinem Türskript. Das wird einmalig auf diese Tür aufgesetzt im Objekteditor. Und dann habt ihr verschiedene Properties, die ihr setzen könnt, um das Verhalten komplett zu adaptieren. Also hier ist zum Beispiel, diese Tür blockiert das rechte Feld. Das heißt, schaue ich von der Mitte und öffne die Tür, schlägt die nach rechts aus und soll dieses Feld hier in der Karte blockieren. Was die graue Box bedeutet, da könnt ihr euch gerne das Tutorial Nummer 10 angucken. Da wird das erklärt. Das sprengt aber jetzt hier den Rahmen. Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Okay, also wir setzen das in die Karte. So, wir haben das die Standardtür-Variante, die setze ich jetzt einmal hier hin und meine Variante setze ich hier drüben hin. Ihr seht automatisch, das Skript und alle Properties werden halt mit übernommen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Wir müssen nur den Navigationspfad korrigieren und das war's. So, um diese Tür zu konfigurieren, ist ein bisschen mehr nötig. Wir müssen jetzt die Tür, das Feld davor und dahinter selektieren und müssen dem Programm sagen, dies ist eine Tür. So, jetzt hat es ein automatisches Skript, was die Tür öffnen und schließen kann. Bei der müssen wir gar nichts machen. Wir sehen aber, beim Erstellen wird das Skript übernommen und es werden auch die Properties genommen. Nur wenn ihr diese am Objekt aktualisiert, müsst ihr die Tür manuell konfigurieren, wenn in der Karte oder austauschen gegen eine neue. Okay, lasst uns mal ausprobieren, was das jetzt bringt. Okay, ich springe also in mein Spiel hinein und habe jetzt hier die Standardvariante von RPG in der Box. Ich kann diese Tür ganz normal öffnen, die geht auf und ich kann mich hindurchbewegen, ich kann sie schließen und es ist gesperrt. Allerdings beinhaltet diese Tür nicht das Blockieren dieser Bewegung, was sehr unnormal aussieht und die Tür geht auch durch mich hindurch zu. Und genau das hat mich gestört und ich möchte einen Ansatz haben, der minimalen Konfigur, also minimalen Aufwand mit sich bringt. Also am besten die Tür einmalig skripten und dann kann ich die überall hin platzieren und muss die nie wieder anfassen. Das ist aus meiner Sicht der ideale Weg. Okay, wenn ich meine Tür jetzt öffne, geht diese auch auf, aber ich kann hier nicht hindurchgehen. Das funktioniert nicht. So, ich kann diese auch wieder zumachen, dann kann ich nicht mehr durch die Tür, kann den Weg aber wieder gehen. Des Weiteren erkennt das Skript automatisch, wenn ich im Türfeld stehe, sodass mein Charakter automatisch zurückläuft. Hier oben sind noch ein paar Debug-Statements drin, die sind dann weg in der Originalversion, also in der Release-Version. Es wird auch erkannt, wenn der Charakter seitlich geht. Und es wird über die Navigationspfade erkannt, ob ein Weg nach hinten frei ist und der wird genommen, wenn er verfügbar ist. Ansonsten bleibt der Charakter tatsächlich stehen. Okay, das ist das. Aber es gibt noch mehr Features. So, kleiner Szenenwechsel. Wir sind jetzt in einem anderen Projekt und zwar das von Lord Irish aus dem Discord-Channel. Der macht auch alleine ein Spiel, was atmosphärisch sehr gelungen ist und er hatte Probleme mit seinem Türskript, was sehr extravagant ist. Und ich habe mir das angeguckt und habe dadurch tolle Ideen entwickelt, wie ich mein Skript erweitern kann, um seine Bedürfnisse damit zu erfüllen. Okay, wir gucken mal kurz zur Tür. Also, seine Tür ist im Gegensatz zu meiner im Hintergrund angeordnet, was alle anderen Richtungen tauscht. Das heißt, ich habe das konfigurierbar gemacht. Er benutzt auch andere Animationsnamen als Standard. Also, die heißen nicht Open und Close, sondern die haben eigene Namen. Er benutzt eigene Töne und so, also eigene Soundfiles und sonstiges. Und seine Tür öffnet zum Beispiel sehr langsam, was dafür sorgen würde, wenn wir durchgehen, schlagen wir uns den Kopf. Also brauchen wir sowas wie eine Verzögerung zur Verknüpfung der Navigationspfade. Und außerdem geht diese Tür auch noch nach einer gewissen Zeit selber zu, ohne dass der Charakter damit interagieren muss. Okay, wir hüpfen mal schnell rein. Es ist quasi ein sehr grandioses Spiel, muss ich sagen. Testet das gerne aus. Also er macht das alleine als Entwickler und baut da schon seit längerem dran rum und das sieht wirklich sehr grandios aus und da wird bestimmt was richtig Cooles draus. So, das ist die besagte Tür und wenn ich diese Tür öffne, geht die jetzt langsam hoch und ich möchte da noch nicht durch, sonst stoße ich mir den Kopf. Jetzt kann ich durch. Und wenn ich jetzt eine Weile hier stehen bleibe, dann geht die Tür auch automatisch zu. Und mein Charakter geht nicht aus dem Feld raus, das ist auch konfigurierbar, weil es hier einfach total bescheuert aussehen würde. So, das heißt, die ganzen Sachen, Sounds und Bewegungssachen sind dadurch konfigurierbar und ich kann halt massenweise Features bedienen, sodass ich wirklich für diese Tür auch einfach nur ein Skript anpassen muss und mehr ist es nicht. Das heißt, prinzipiell ist hier auch nur ganz normal Xanchi's Magic Door Script drinne und dann habe ich hier unten Properties, die das Verhalten der Tür beeinflussen.
So, das ganz grob gesagt. Und welche Varianten das sind, die beeinflusst werden können, sind im Allgemeinen, ich kann die Ausrichtung der Tür umwechseln, ich kann verhindern, dass der Charakter aus dem Türrahmen rausläuft, ich kann die Interaktionsanimation zu jeder Zeit wechseln, ich kann die Tür vorkonfiguriert als offen darstellen, sodass sie beim ersten Mal schließt, also das Verhalten wird komplett umgekehrt. Ich kann das Nachbarfeld adaptieren, falls die Tür direkt an einem Hang oder einer Treppe oder sonst irgendwas angepasst ist. Das ging beim vorhergehenden Skript nicht. Ich kann definieren, wie lange die Tür braucht, bis sie offen ist, bis man durchgehen kann, wie lange die Tür offen bleibt. Ich kann die Öffnen- und Schließanimation jederzeit wechseln, genauso wie die Sounds zum Öffnen und Schließen. Und ich kann definieren, in welche Richtung das blockiert. So, probiert das Skript gerne aus. Das Einzige, was ihr tun müsst, um das Skript zum Laufen zu bringen, ist das File runterladen und in euren Skriptsordner reinpacken. Rechte Maustaste, Open Folder Location reinpacken und ihr habt es hier drin, könnt es konfigurieren und könnt danach hier unten die Properties setzen. Das mache ich jetzt in einem neuen Video als Konfiguration. Ganz im Detail, wo man die einzelnen Sachen macht. Ihr könnt quasi für jedes Objekt eine Konfiguration machen, packt das in eure Map rein und habt keinerlei Bedarf mehr. Wenn ihr feststellt, dass es Fehler mit dem Skript gibt, schreibt mir gerne über Discord, schreibt mir eine E-Mail über meinen Channel, macht mir einen Kommentar oder sonst irgendwas. Ich kümmere mich sehr gerne um die Features, die ich habe. Versteht aber bitte, dass ich nicht jede Kleinigkeit irgendwie als Feature dazu bringen will. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, sprecht gerne mit mir darüber. Wenn es allgemeingültig ist, bringe ich das vielleicht gerne rein. Ansonsten habt Spaß damit. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich irgendwie in den Credits eures genialen Spiels aufführt, falls euch dieses Skript wirklich weitergeholfen hat. Das würde mich tatsächlich sehr ehren. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Habt Spaß und macht's gut.